Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar wird es heute 3 proteinreiche vegane Snacks geben. Denn nachdem der vegane Full Day of Eating so gut bei euch ankam, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil so ein Full Day of Eating immer gar nicht so ohne Zeitaufwand ist, dachte ich mir, nachdem ich auch eure ganzen Kommentare und Nachrichten bei Instagram gesehen habe, dass ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr veganen Input möchtet. Deswegen wird es heute 3 vegane Snacks geben. Und zwar alle auf Basis von Kichererbsen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass der Großteil von euch Kichererbsen mag bzw. verträgt. Sind auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel sozusagen. Haben viele Ballaststoffe, haben eben auch viel pflanzliches Protein. Und daraus werde ich euch jetzt 3 Rezepte zeigen, die eben perfekt zum Snacken sind und euch auch mit Protein versorgen. Nummer 1 wird ein veganes Cookie Dough. Kennen vielleicht viele schon von euch, die mir auf Instagram folgen. Mache ich mir ganz oft, mal in der veganen Variante, mal nicht vegan. Heute, wie gesagt, in der veganen Variante. Basis sind Kichererbsen. Dazu wird dann für die Süße eine reife Banane kommen. Könnt ihr auch zum Beispiel Datteln nehmen. Dann ein bisschen Erdnussmus. Hat natürlich auch wieder ein bisschen Protein, aber natürlich auch Fette, aber gesunde Fette. Und dann werde ich Erdnussmehl benutzen, denn ihr seht, das hat ziemlich viel Protein. Also eigentlich wie ein Proteinpulver, sehr ähnlich. Ansonsten könnt ihr auch veganes Proteinpulver nehmen, habe ich persönlich aber nicht. Und dann werde ich noch einen Löffel hier von diesem Alpro Proteinquark dazugeben. Gibt es jetzt auch bei uns zum Glück wieder bei Rewe, gab es ganz lange nicht. Und da gibt es eben auch viele verschiedene vegane Quark-Alternativen. Das Ganze einfach nur pürieren und fertig ist ein veganer, leckerer Keks. Wem das Ganze jetzt noch nicht süß genug ist oder wer keine Datteln hat, keine Banane da hat, die schon möglichst reif ist, weil natürlich nur die reifen Bananen Süße verleihen, oder wer auch beides einfach nicht mag, dann kann man auch mit dem Chunky Flavor süßen, also alle Peanut-Sorten. Da gibt es 3 verschiedene. Das hier ist aber mein Favorit, Peanut Butter Dream. Sind alle 3 vegan. Und das ist eben ein fast kalorienarmes Geschmackspulver, mit dem ihr zusätzlich einfach nochmal süßen könnt. Und da werde ich jetzt eben auch eine kleine Messerspitze dazu tun. Also das ist wirklich sehr ergiebig. Da reicht eine kleine Menge. Und auch da könnt ihr euch natürlich wieder mit meinem Code FITLAURA10 10% bei More Nutrition sparen, wie auf alle Produkte. Und genau, gibt auch Proben, falls ihr sagt, weiß nicht, ob mir das taugt, ob ich das wirklich nutzen möchte. Dann gibt es auch kleine Proben, wo ihr das einfach mal testen könnt. Zweites Rezept werden geröstete Kichererbsen. Das heißt, ich werde jetzt einfach ein paar Kichererbsen hier mit Gewürzen marinieren sozusagen. Und die könnt ihr dann entweder in der Pfanne zubereiten oder auch im Ofen einfach anrösten. Und das geht auch ganz fix. Welche Gewürze ihr dann nehmt, das ist natürlich abhängig von eurem Geschmack. Ich habe jetzt hier einfach zum Beispiel Salz und Paprika. Das sind 2 so Klassiker, was eben auch sehr gut schmeckt. In Kombi auch mit Curry mit den Kichererbsen. Oder auch so Gewürzmischungen wie diese beiden hier zum Beispiel. Pommesgewürz finde ich generell einfach super lecker. Und Zauberstaub ist so ein Gewürz. Was ist da eigentlich drin? Hier. Passt auch. Werden Gemüsesticks mit Hummus, und zwar selbstgemachter Hummus. Auch hier wieder natürlich Kichererbsen, dann Knoblauch kommt dazu, da könnt ihr natürlich frei wählen. Wollt ihr frischen Knoblauch, den ihr presst, wollt ihr Knoblauchpulver, oder wir haben zum Beispiel auch immer selbstgemachtes Knoblauchöl. Dann auch wieder passende Gewürze, vor allem gemahlene Kreuzkümmel ist da sehr, sehr lecker im selbstgemachten Hummus, finde ich. Paprika, Curry, Salz, das sind so die Gewürze, die ich immer verwende. Plus Koriander, da ist jetzt leider nicht mehr viel übrig, aber es wird noch reichen. Und einfach ein Schluck Wasser, dass es ein bisschen cremig wird. Musik
das sind meine drei veganen Protein-Snacks. Einmal das Cookie Dough, was ich eben nicht nur als Snack richtig gut finde, sondern auch teilweise frühstücke. Dann einfach ein paar Gemüsestifte mit selbstgemachtem Hummus und eben die gerösteten Kichererbsen, was übrigens auch als Topping über irgendwie eine Mahlzeit auch sehr lecker ist oder eben wie hier als Snack. Und ich hoffe sehr, sie haben euch gefallen, diese drei Snack-Ideen. Wenn ihr noch mehr davon wollt, auch in der veganen Variante oder eben auch in der nicht-veganen Variante, schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf euer Feedback und eure Kreationen, wenn ihr die Rezepte nachmacht. Und würde mich auch riesig freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst und einen Daumen bei dem Video dalasst. Und jetzt bis zum nächsten Mal.